Eike Moje, bei unserer Erstur im Jahr 2023 hat uns nur Würzbach verschlagen. Das Sina 8. Würzbacher Weiher, der ist richtig schön und wir laufen stück um den rum und wie es weitergeht, Sina dann später. Guten Morgen, mehr habe ich momentan auch nicht zu sagen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gucken. Also, bis später. Ja, wir haben es geschafft. Und es ist jetzt auch ein bisschen kalt war. Das finde ich mal richtig blöd, gell? Ja, so richtig blöd. Ja, wir fühlen uns ein bisschen klamm. Wir sind jetzt auch froh, wenn wir im Auto sind und nochmal in die warme Wohnung kommen. Naja, der Weg an sich ist gemütlich, man kann nur gehen. Ihr braucht halt für die Berge hoch ein bisschen Kondition. Also die brauchen wir auf jeden Fall. Das sind Seesteigungen. Mhm. Also im Grunde zwei riese Hischel, wenn das so war. Aber schön, also man kann so gut laufen. Inkemächtigkeiten finden am See halt jede Menge und halt auch auf der Hälfte vom Weg, was eigentlich auch ganz nett ist, ist der Robertushof. Da würden wir euch empfehlen, auf jeden Fall noch auf die Internetseite gucken, weil die haben zum Beispiel Monda und den Stadtzu, das haben wir gerade eben dort gelesen, dass man halt von der Öffnungszeit her dort auch richtig ankommen. Okay, ansonsten, jo, man kann eine Lave, aber ist jetzt nicht der mega Highlight-Burner. Der See ist schön, ansonsten, jo. Man kann ja auf jeden Fall laufen. So, jetzt gebe ich mal einmal Hinnermann ab und wünsche euch noch ein schöner Tag. Man sieht sich. Wir sind vor ein paar Wochen noch die andere Schleife gelaufen, und zwar die Biskaschler Schleife. Die ist landschaftlich auf jeden Fall viel, viel schöner. Leider gibt es das Video erst im November oder Dezember, aber der Blogbeitrag, der ist schon online. Ich tue alles da unten verlinke. So, und jetzt in diesem Sinne noch liebe Grüße an der Topper und an die andere Zuschauer natürlich auch. Euch jetzt noch ein schöner Abend. Ciao!
Eige Moje und ein frohes neues Jahr 2023. Wir sind heute im ersten Jahr des Jahres noch mal unterwegs und ich habe gerade Mist gelabert. Eige Moje, heute ist unsere erste Tour im Jahr 2023 und uns hat es noch Niederwürzbach verschlagen. Jetzt gucken wir mal, was der da so bringt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich habe mit der Scheibe gelabert. Was hat er denn gelabert?